Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Escape Rosecliff Island. Warum vergesse ich eigentlich jedes Mal, meinen Sound im Hintergrund leiser zu machen? Also gar nicht fürs Spiel, also für die Aufnahme, sondern halt für mich. Vergesse ich jedes Mal wieder, aber egal. Diese Folge eine kleine Besonderheit. Und zwar brauche ich morgen für einen Vortrag, also es wird nicht nur ein stumpfer Vortrag, sondern auch ein bisschen krüppeliges Geschauspieler dazwischen, damit es nicht ganz so langweilig ist, brauche ich eine leere Bierdose und von daher werde ich jetzt nebenbei immer, also entweder wenn ich ein Item finde, einen Schluck Bier trinken, was ziemlich anstrengend werden könnte, oder immer wenn ich eine Map fertig habe, etwas mehr Bier trinken. Gucken wir mal. Nicht, dass ich auch eh noch 3-4 leere Bierdosen hier rumstehen hätte, aber ich dachte, ich nehme das einfach mal als Anlass, nebenbei Bier zu trinken. macht das Spiel auch gleich ein bisschen unterhaltsamer. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Worauf habe ich denn mal am wenigsten Bock? Dann machen wir das als erstes. Ich glaube, auf den Reading Room habe ich am wenigsten Bock. Ja, definitiv. Wenn ich mir das so angucke. Rhymes with Jade. Ja. Shade. Fade. Plate. Keine Ahnung. Door Latch. Okay. Was zur Hölle ist das? Nichts, was wir brauchen. Okay. Eine Flöte. Und ich muss mich übrigens entschuldigen, so halb, nachdem ich wieder dieses formschöne, was auch immer es ist, bewundert habe. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich zu Unrecht aufgeregt, dass Recorder die Flöte war. Denn in der Tat ist neben den 378 Bedeutungen des Wortes Recorder, was wirklich mit Aufnehmen und einem Aufnahmegerät oder Diktiergerät oder sonst irgendwas zusammenhängt, gibt es auch eine Übersetzung, die in der Tat Blockflöte heißt. Die benutzt zwar niemand, aber okay, immerhin kann Recorder tatsächlich Blockflöte heißen. Von daher, was soll ich dazu noch sagen? Wir brauchen außerdem ein Mikrofon. Die Flute ist das, ja, die Panflöte. Ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck, ne? Canadian Symbol haben wir hier auch. Open Slogs ist ein Schlüssel, den hatte ich hier oben schon. Loosens Nuts, das ist hier wieder diesmal wahrscheinlich nicht das Eichhörnchen, sondern, ne, hier der Schraubenschlüssel. Der hier? Jawohl. Den Eiffelturm habe ich hier doch auch schon irgendwo gesehen. Der war irgendwo als Schatten an der Wand oder so. Wo? Ach, genau, an der Lampe war es. Southern Continent. Okay, das wird entweder Afrika oder Südamerika. Es ist Südamerika. Ein Inline-Skate habe ich doch gerade im Vorbeigucken auch schon irgendwo gesehen. Aber egal, ich gönne mir erstmal, ne? In dem Sinne, Score. Wie gut, dass ich die Hälfte davon nicht in meinen Bart gekippt habe. Pah. Widerlich. So, Rhymes with Jade. Vielleicht ein Shade für einen Schatten? Nein, schade. Oder Shades? Nein. Ein Mikrofon. Wo könnte sich denn hier ein Mikrofon verbergen? Hier zum Beispiel. Und ein Door Latch. Ja. Ganz ehrlich. Kann mir keiner erzählen. Also ich meine, echt jetzt? Wahrscheinlich. Ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass das hier wirklich einfach zum Stuhl gehört und hier oben ist einfach nur ein Ei drauf. Und da haben sich irgendwie die Entwickler gedacht, Mensch, das positionieren wir mal so da oben drauf, weil wir es lustig finden. Anstatt es hiermit auf den Tisch zu legen oder so. Wobei, dann wäre es direkt neben dem Eierbecher. Aber dann, anstatt es, keine Ahnung, hier noch mit an die Wand zu hängen oder so. Ich meine, hallo? Das geht gar nicht. Wo ist eigentlich dieses verkackte Door-Latch-Dinget? Was zur Hölle reimt sich auf Jade? Keine
Kann ja theoretisch auch alles sein. Wer weiß, was für eine Übersetzung die nehmen. Ah, Spade wird es vielleicht sein. Haben wir hier irgendwo so ein... da, Spade. Ha. Manchmal kann es so einfach sein. So, brauchen wir immer noch Door Latch. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, dass das eine Türklinke ist. Es könnte auch irgendwas anderes sein, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Türklinke ist. Alles andere erscheint mir irgendwie sinnlos. Okay, es ist keine Türklinke, sondern so ein Verschluss. Aber okay, gefunden, Thema erledigt, dann trinke ich doch mal ein bisschen Bier. War eigentlich eine blöde Idee. Jetzt muss ich die ganze Zeit aufstoßen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. So, eigentlich hatte ich das Mikro ganz runtergedreht. Ich habe hier trotzdem einen kleinen Pegelausschlag bemerkt. ich bin mal gespannt, ob man das in der Aufnahme hört oder nicht. Falls ja, Entschuldigung. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Eicheln und die haben wir auch schon. Bam, 4 Musical Instruments, natürlich. Da kann man auch gleich mal 7 Items in 2 packen. Und 3 Vögel natürlich auch noch. Was auch überhaupt nicht übertrieben ist. Ah, was für ein Kackverein. Musical Instruments brauchten wir noch. Hier ist noch ein Vogel. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Crooks Restraints. Okay, was auch immer das ist. Stored in a Humidor. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Throwing Stick. Ja, das wird der Bumerang sein. Ein Schmetterling, einen Geigenbogen, ein Kreisel, der liegt hier. Und eine Delicious Berry, die ist hier. Zählt das als Vogel? Nein? Schade. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann probiert. Musical Instruments. Ja, hier zum Beispiel. Fehlen aber immer noch 2. Nicht eben wenig. Zählt die Glocke als Music Instrument? Nee, schade eigentlich. Aber hier ist noch 1. Und was brauchten wir noch? Einen Vogel? Ach, und die Acorns hatten wir alle schon. Okay. Der Bogen ist schon mal hier. Hier ist noch ein Vogel. Einen Schmetterling brauchen wir auch noch. Oh, mein Ohrclip. Der goldene Schmetterling. Das ist, glaube ich, die eine Zeile aus TKKG, die mir immer im Kopf bleiben wird. Ich kann das auch gar nicht so gut nachmachen. Und mit so einem hart Berliner Dialekt. Oh, mein Ohrclip. Der jollene Schmetterling ist super. So ein, keine Ahnung, 14-jähriges Mädel, was dann am Ende der Folge ihren tollen Ohrclip wieder kriegt und sich einen Ast freut, nachdem sie fast entführt wurde und keine Ahnung, was noch alles. Ich weiß auch leider gar nicht mehr, wie die Folge heißt. So, was fehlt hier noch? Okay, ein Musikinstrument und 2 Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie sind. Okay, das war offensichtlich das. Das war jetzt einfach mal geraten. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es übersetzt heißt. Was ist denn zur Hölle ein Humidor? Oder wie auch immer man es ausspricht. Offensichtlich nichts von diesen Sachen. Wo haben wir hier denn eigentlich nochmal ein Musikinstrument? Das wäre doch mal eine gute Frage. Wenn ich vor allem wüsste, was für ein Musikinstrument, dann wüsste ich ja grob, wonach ich Ausschau halten muss. Ist wahrscheinlich wieder eine Flöte oder so. Im Zweifelsfall ist es immer eine Flöte. Oder mit anderen Worten, im Zweifelsfall ist es immer eine Flöte. Um nicht zu sagen... Deine Flöte. Okay, Flötenpower aktiviert. Nicht? Schade. Ich, und so? Instrument, bitte?
Ich verliere hier ein bisschen die Übersicht. Da ist es wahrscheinlich echt praktischer, wenn das Bild kleiner ist, weil man dann irgendwie mehr auf einmal erfassen kann. Dann erkennt man zwar manche Details auch nicht mehr so gut, aber man muss nicht so viel hin und her gucken. Verdammt, ich sollte mir doch wieder kleine Monitore kaufen. Nur für dieses Spiel. Ach, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Bevor ich hier noch ewig rumsuche, gehen wir erstmal in den Music Room. Da haben wir garantiert ganz viele Musical Instruments. Den Clown haben wir schon mal da oben. Masken, On-Off haben wir schon mal hier. Zigarre, wow, wo war die denn hier? Build-a-Statue brauchen wir auf jeden Fall. Paint Roller Parts haben wir hier und hier. Projects Voices, das wird das Mikrofon sein. Fastens Hair. Achso, das wird so ein Haarband oder so sein. Vermutlich. Dog Street ist wahrscheinlich ein Knochen. Oder sowas in die Richtung. Das ist die Zigarre. Und mal wieder die Marshall Badge, die ist hier. Masken brauche ich noch. Das ist keine Maske, schade. Aber hier ist eine. Und da ist die andere. So, Fastens Hair. And Dog Street. Bis hierhin ging das mal richtig zügig, möchte ich sagen. Dog Street, ein Hahn oder ein Hirsch oder eine Katze oder... Ach, ich habe doch keine... Nein, nein, ich sag's nicht. Hier ist der Knochen. Ich wollte gerade schon wieder sagen, ich habe doch keine Ahnung. Fastens Hair. Ach, das wird hier dieser komische Bobby-Pin sein. Der ist nämlich hier. Wow, das ging zügig. Ich bin entzückt, möchte ich sagen. Und trinke noch einen Schluck. Auf euer Wohl. Falls ihr euch fragt, warum ich eine leere Dose Bier brauche, und zwar, ich halte diesen Vortrag nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen. Und ich muss halt relativ viel erklären. Und beziehungsweise wir müssen zusammen halt eigentlich eine Sache erklären und das machen wir aber so, dass halt einer jemanden spielt, der die ganze Zeit halt die Fragen stellt und ich bin halt in dem Fall derjenige, der erklärt. Und zwar spiele ich einen versoffenen Vater, der nachts um 4 von seinem Blag geweckt wird und dann irgendwas erklären muss. Und um diesen versoffenen Vater darzustellen, brauche ich halt eine leere Bierdose, damit ich mich auch erstmal schön erschrecken kann, wenn ich aufgeweckt werde und dann vom Stuhl falle und die Dose durch den Raum werfe, erschrocken und keine Ahnung, irgendwie so. Also vielleicht machen wir es nicht ganz so dramatisch. Kommt auch drauf an, wie die Zuhörerschaft so drauf ist. Aber prinzipiell, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und einfach nicht so steif da vorne zu stehen und es lahm zu erklären. Mal gucken, wie das so wird. Ich bin noch ein bisschen gespannt. Wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben irgendwie nur so die Idee gehabt, ja, lass das mal so machen. Haben uns seitdem nicht wieder gesehen. Und ja, das wird, glaube ich, sehr interessant morgen. Gucken wir mal. So, was brauchen wir denn hier? Slippers, das sind so Hausschuhe, die sind schon mal hier. Zwei Ventilatoren. Ventilatoren, einer war da, der andere ist... Nein, das ist keiner. Schade. Keeps rain off. Mal wieder der Regenschirm. Ein Telefon, ein Planner. Ist das in dem Fall so ein Kalender? Ich habe keine Ahnung. Nein, verdammt, da war es. Ah, dammit. Okay. Wir brauchen eine Karte, die ist hier hinten. Rising Sun ist hier. Ah, aufsteigend und so. Ein Tamburin. Telefon haben wir auf jeden Fall hier. Und das Tamburin ist... Hier ist auf jeden Fall noch ein Fan. Oder iHook, das war das Ding hier. Webspinner ist das... Nee, das wird nicht das Ding sein. Oh, was ist das hier eigentlich? Grammophon. Ach, das brauchen wir gar nicht. Okay. Wie komme ich denn da drauf, dass ich das Grammophon brauche? Ha, gute Frage.
So, Tambourin, wo ist es? Tambourin. Ach da, hinter dem gruseligen Puppenkopf. Und da ist auch gleich der Regenschirm. Der Planer ist nicht das Ding, schade. Versuch was wert. Was könnte das denn mal noch sein? Ich suche hier so ein kleines ledergebundenes Notizbüchlein oder so, aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Ah, wäre das vielleicht auch ein Planner mit Doppel-N? Ich bin mir gar nicht sicher. Und ein Webspinner? Ach, das wird wahrscheinlich eine Spinne einfach sein. Because she spins a web. Oder it spins a web. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man spins. Es ist Spider-Man's, does whatever a Spider can, wollte ich sagen. Spins a web, dee-dee-dee. Weiter kann ich den Hex leider nicht. Watch out, here comes Spider-Man. Spider-Man kommt ja in der Tat auch, ich glaube, nächsten Monat ins Kino. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall demnächst. Rise of Electro. Ich bin mir irgendwie noch gar nicht so sicher, ob ich da so Bock drauf habe, weil irgendwie Marvel ist ja auch zwei verschiedenen Studios. Einerseits nämlich bei Disney. Also bei Disney ist halt Avengers und Captain America und Iron Man und also alles, was mit den Avengers irgendwie zusammenhängt. Und Spider-Man ist halt bei Sony. Und irgendwie, ja, ganz ehrlich, also jetzt gar nicht mal was gegen Sony. Habe ich eigentlich überhaupt nichts gegen. Machen auch durch oder bringen auch durchaus gute Filme raus. Gerade Sony Animation Studios haben immer mal was Nettes auf Lager. Aber ganz ehrlich, der letzte Spider-Man, also es wird jetzt auch wieder eine Trilogie. Und der erste Teil davon, boah, ging der mir auf den Sack. Also er sah nicht schlecht aus, aber ich meine, Spider-Man zieht sich halt nicht mal eben die Maske vom Kopf und sagt, hi, ich bin übrigens Peter Parker. So, nein, das ist doch halt sein Problem, dass er halt nicht sagen kann, hey, ich bin übrigens Peter Parker und ich bin Spider-Man. Das ist doch das, was ihn auch ausmacht, dass er halt seine Identität nicht preisgeben kann. Das prägt ja die ganze Reihe, sein innerer Zwiespalt. So, dass er ja auch hin und her gerissen ist zwischen seinen Liebsten, also zwischen welche Freundin er dann auch immer gerade hat, sei es Mary Jane oder ich habe den Namen von der Blonden gerade vergessen und natürlich auch seine Tante, die betrifft das ja auch immer mit. Tja, aber eigentlich brauchen wir immer noch einen Planer oder was auch immer. Ich klicke jetzt mal ein paar random Sachen an. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier suche. Oh nein, Punktabzug. Schade, schade. Es tut mir ja richtig weh, dass ich von meiner Gesamtsumme von 3 Millionen Punkten, oder was weiß ich, wo ich jetzt gerade bin, einfach mal 5000 abgezogen bekomme. Vielleicht sogar 7500, wenn ich so weitermache. Irgendwie war das nicht sehr erfolgreich. What the fuck? Was ist das? Was ist das? Ich habe leider überhaupt nicht erkannt, was es war. Ich werde jetzt einfach mal nachgucken, was Planer eigentlich heißt. Das mache ich in einer kurzen Pause. Ich sage nochmal Score oder Cheers oder Prost oder Nostrovie oder deine Mutter. Und bedanke mich fürs Zugucken. Trinke noch einen auf euer Wohl und wünsche noch einen angenehmen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.